Trauma. Trauma verdrängt. Ja. Hallo Leute, ich habe ja letztens erzählt, dass ich in ein Internat gehe. Ich habe dazu auch ein paar Videos gemacht und ihr habt wohl das Thema nicht so richtig verstanden irgendwie. Also ihr habt ganz viele Fragen. Ich habe nämlich ganz viele DMs auf Insta und YouTube bekommen, so mit dem Thema Internat. Also dachte ich, um das so ein bisschen besser zu erklären, machen wir heute so ein Q&A. Und übrigens, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die einfach in die Comments und ich probiere die zu antworten. So, meine Mama ist jetzt auch dabei. Hallo! Dann jetzt die Frage und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja, genau. Ich würde sagen, ich lege los und stelle die Fragen und dann beantworten wir die so gemeinsam. Das Erste, was ganz viele von euch wissen wollten, ist, was ist ein Internat? Das scheint vielen von euch gar nicht so klar zu sein. Also ein Internat ist im Prinzip eine Schule wie so ein Hotel. Also man macht da Schule, aber man lebt da halt auch. Ja, es gibt verschiedene Arten von Internaten. Ja. Ne? Es gibt so Internate, da ist die Schule direkt auch im Gebäude. Und dann gibt es Schulen, die haben ein angeschlossenes Internat. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz normale Schule und ein paar der Schüler gehen dann ins Internat. Und bei manchen Internaten gehen alle Schüler ins Internat. Ja. Und in deiner Schule gehen... Nicht alle. Nicht alle, genau. Ja. Nur ein paar. Das ist jetzt hier so ein Quiz. Mhm. Und auf welcher Schule bist du? Also ich bin auf einer Privatschule, im Gymnasium mit Internat. Da kann man auch so Online-Schooling machen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Genau, Privatschule mit Internat und der Online-Unterricht, das ist ziemlich cool. Das ist auch ein Konzept, das gibt es gar nicht so oft in Deutschland. Mein Mann, der ist ganz oft beruflich unterwegs. Wir wollen jetzt einfach da ein bisschen öfter als Familie auch mitreisen können. Und das geht da eigentlich ganz gut, weil entweder bist du vor Ort in der Schule oder du kannst Online-Unterricht machen oder du kannst halt vor Ort in der Schule sein und ins Internat gehen. Genau. Und das mit dem Internat, das hast du jetzt zweimal gemacht, ne? Ja. Ja, genau. Und das ist jetzt dieser Internat-Aspekt, der ist jetzt neu. Genau. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde euch gerne verraten, welche Schule das ist, aber das geht natürlich aus Privatsphäregründen nicht. Ach, und was ich euch noch erzählen wollte, war, es gibt da auch so feste Zeiten für Prüfungen und meistens ist Ava halt im Internat, wenn diese Prüfungszeiten sind. Das heißt, das ist dann zweimal im Jahr, im Schuljahr bzw. im Schulhalbjahr. Und dann vielleicht noch hin und wieder zwischendurch mal, wie du halt Lust und Laune hast. Wie lange bist du dann schon auf der Schule? Also in der 6. Klasse habe ich dahin gewechselt. Genau, das hatten wir euch damals auch erzählt. Ich glaube, ganz viele dachten, dass du jetzt nochmal Schule gewechselt hast. Nee. Aber das ist dieselbe Schule, nur dass halt jetzt so dieser Online-Unterrichts-Internat-Aspekt dazukommt. Wir haben ja auch schon früher erzählt, dass ich so ein bisschen Online-Unterricht mache. Genau, und das hatten wir dann immer schon mal erzählt. Mhm. Und ja, jetzt kommt halt noch das Internat dazu. Bist du immer im Internat? Offensichtlich nicht. Also ich bin nur ein paar Wochen im Internat, zum Beispiel bei Prüfungen oder wenn ich auch mal Bock habe, meine Freunde zu sehen. Ja, und normalerweise mache ich einfach von zu Hause Schule oder bin da auch in Präsenz. Genau. Wärst du eigentlich gerne immer im Internat? Also es wäre schon schön, weil für mich ist das Internat wie so Klassenfahrt, aber man will ja auch nicht für immer auf Klassenfahrt sein. Für ein paar Leute ist das schön, die immer da sein wollen, aber ich vermisse dann immer mein Zuhause. Genau, deswegen ist das, glaube ich, so ein guter Kompromiss, ne? Mhm. Warum musst du in dieses Internat gehen? Musst du das? Nee. Nee. Wenn ich keinen Bock dahin will, dann muss ich auch nicht. Genau, das ist einfach Teil des Schulkonzeptes, dass man in das Internat gehen kann. Die Kinder können da entweder regelmäßig hingehen, das heißt, sie sind dann Montag bis Freitags im Internat und am Wochenende zu Hause. Und das nehmen auch ganz viele wahr. Und dann gibt es Kinder wie die Ava, die gehen halt nur manchmal in das Internat. Das muss man dann halt vorher ankündigen, dass da auch ein Platz frei ist. Dann kann man ja sagen, wie möchte man untergebracht werden? Möchte man ein Zimmer teilen oder kriegt man ein Einzelzimmer? Und dann gibt es wiederum auch Kinder, die gehen nie ins Internat. Ja. Genau. So wie du in der 6. Klasse. Warst du auch nie im Internat. Eine Frage, die euch brennend interessiert ist, Ava. Kannst du im Internat filmen? Zum einen, bevor du anfängst, Ava ist ja nicht ständig im Internat. Nein. Von daher keine Angst, es gibt weiter ganz normal Videos, aber gibt es im Internat Videos? Das interessiert mich jetzt auch. General? Ja, ich kann da ruhig filmen. Nur ich will da noch öfter mal hingehen, damit ich mich da ein bisschen wohlfühle. Und ja, dann kann ich so Videos drehen. Wir haben auch aufgeschrieben, was ihr euch besonders wünscht. Ihr wünscht euch eine Roomtour, einen typischen Tag im Internat, eine Morgen- und Abendroutine und noch ganz viel anderes. Aber das waren so die Sachen, die am meisten genannt wurden. Und ich kann es schon verstehen, dass du da erst... Ja. Wisst ihr, Leute, man will da ja auch erst mal ankommen, gucken, wie das da abläuft. Wenn man erst zweimal war, dann... Das ist ja alles noch so neu. Und
ist dann auch irgendwie weird, dann in der Kamera rumzustapfen, oder? Genau. Aber bestimmt irgendwann. Also man müsste einfach mal dranbleiben und abwarten. Wie heißt deine Schule? Also, das kann ich euch natürlich nicht verraten. Ich will es verraten, darf ich aber nicht. Nee. Nee, wir würden euch das wirklich gerne verraten, weil die Schule wirklich der Knaller ist. Also, ja. Ich habe noch nie so ein tolles Schulkonzept erlebt. Die Lehrer sind toll, der Rektor ist toll, wie das alles aufgebaut ist, ist toll. Auch dieser Online-Unterrichtsaspekt, der einen so ein bisschen freier macht, wenn man gerade wie wir einen Elternteil hat, das viel verreist, dass man nicht so viel voneinander weg ist. Und ja, wie soll ich sagen? Und du sagst auch immer, du lernst da besser und was ist einfacher, aber das wird halt einfach besser erklärt. Genau. Von daher, wir können es euch nicht sagen. Und dann, wisst ihr, wir sagen das halt auch nicht aus dem Grund, wir hatten ja auf den Thumbnails jetzt zweimal ein Beispielsinternat. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Und dann kamen, schon die ersten Fragen, oh, ich gehe auf das Internat, aber die wissen gar nicht, dass die Ava kommt. Ja, eben genau deswegen, weil ich ja weiß, dass ihr Spezialisten, und ich kann es ja auch verstehen, würde ich ja auch machen, ihr macht da eine Bildsuche. Ich weiß dann genau, wo die Ava aufs Internat geht. Nee, wisst ihr nicht, weil wir natürlich nicht das Internat zeigen auf dem Thumbnail, wo die Ava wirklich hingeht. Das wäre privatsphärentechnisch jetzt nicht so clever, ja? Mhm. Also ihr braucht es nicht suchen, das ist eh nicht die richtige Schule. Das waren so also die gröbsten, ja, die am meisten, gefragt wurden. Also, und dann gibt es noch so richtig detaillierte Fragen, aber nur um das zusammenzufassen. Ava ist seit der 6. Klasse auf dieser Privatschule, die ist super flexibel. Das Internat ist ein Kann, aber kein Muss. Keiner zwingt die Ava dahin zu gehen. Sie geht nicht oft dahin. Nee. Und sie ist auf jeden Fall jedes Wochenende zu Hause. Alle Kinder, die auf das Internat gehen, sind jedes Wochenende zu Hause und erscheinen uns sehr glücklich. Ja. Wie lange bleibst du im Internat, wenn du dahin gehst? Also normalerweise reise ich am Sonntag dahin und dann am Freitag wieder ab. Genau. Eine Woche und manchmal auch kürzer, je nachdem, was so ansteht. Mhm. Und dann hier das, eine Sache, die brennt euch unter den Nägeln, wollte ich sagen. Sagt man das noch so, Nene? Nein. Nein, wir Erwachsenen sagen das so. Ihr wollt wissen, was mit dem Handy ist. Ich glaube, du hast irgendwo mal erzählt, dass ihr das Handy abgeben müsst. Leider. Also wir müssen es um 9 Uhr abgeben, dann können wir es erst wieder am Frühstück abholen. Mhm. Schade. Schade. Wobei ich muss dazu sagen, die sind schon ziemlich chillig in dem Internat. Schon. Die haben, also als wir das erste Mal da waren, wurde uns gesagt, dass wenn das irgendwie aus psychologischen Gründen oder so nicht möglich wäre, könnte man tatsächlich auch das Handy behalten. Ich habe psychologische Gründe. Nein, hast du nicht. Aber ich finde das halt voll asozial den anderen Kindern gegenüber, die das Handy halt abgeben. Kann schon unfair sein. Ja. Stell dir vor, du bist da mit deinem Roommate, sie muss ihr Handy abgeben, weil das vielleicht auch die Eltern dann so wünschen. Und du chillst dann da und zockst bis nachts um 3 auf deinem Handy. Nee. Ja. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal sein Handy abgeben zu müssen. Da bin ich einer anderen Meinung. Schreibt mir mal in die Kommis, ob ihr abends euer Handy zu Hause abgeben müsst. Wir hatten da schon Diskussionen, ne? Leider. Aber bisher konnte ich mich da noch nicht durchsetzen. Warum müsst ihr abends euer Handy abgeben? Das weiß ich auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aus Elternsicht macht das halt voll Sinn, damit die aus Kindersicht nicht. Sind Haufen Jugendliche auf einem Haufen und irgendwann muss in diesen Laden halt auch mal Ruhe einkehren und es klappt am besten ohne Handys. Trägst du dort Schuluniform? Nein. Ich glaube, ich habe noch nie eine Schule in Deutschland gesehen, wo es auch Uniformen gibt. Ich glaube, manche Internate haben das tatsächlich. Wirklich? Zumindest Pullis oder so. Oh. Aber das ist da nicht der Fall. Nee. Es gibt keine Schuluniform. Bist du in einem Einzelzimmer oder wie viele seid ihr im Zimmer? Also manche sind im Einzelzimmer, manche sind so im Zweibettzimmer. Ich glaube, es können nur 2 in einem Zimmer sein. Ich bin nicht so sicher. Und ich bin immer nur 2-Bettzimmer. Mhm, mit einem ganz süßen Mädel, ne? Ja. Und wisst ihr, was auch cool ist? Die älteren Kinder sind dann in einem separaten Trakt. Die sind dann eigentlich wie so für sich in einem eigenen Haus. Und die müssen auch erst um 11 Sandy abgeben. Die haben es gut. Tja, da hast du noch was vor, ne? Ja. Und verstehst du dich mit deiner Roommate? Sehr gut. Das ist meine beste Freundin. Die ist voll süß. Ja. Sind deine Freunde auch im Internat? Also ein paar sind im Internat, aber nicht alle. Genau. Ja. Also es sind auch ein paar aus deiner Klasse im Internat, aber halt eben nicht alle. Mhm. Sind da nur Mädchen? Also es gibt ein Stockwerk für die Mädchen, was dummerweise ganz oben ist, ohne Aufzug. Und ein Stockwerk für die Jungs. Ja. Aber ich verstehe auch nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man kommt rein und unten sind dann so die Gemeinschaftsräume. Mhm. Im Keller ist die Küche und
der Esssaal. Im Erdgeschoss ist ein riesen Wohnzimmer und dann im ersten Stock sind die Jungs, im zweiten Stock sind die Mädchen. Und dadurch, dass die Kinder ja jedes Wochenende heimfahren, kommen die also alle sonntags mit ihren schweren Koffern an. Die Mädchen müssen die schweren Koffer alleine oder dann halt die Eltern der Mädchen bis in den zweiten Stock karren, weil es keinen Aufzug gibt und die Jungs nur bis in den ersten. Unfair. Super unfair. Unfair. Gleichberechtigung. Hoffe. Wobei ich aber auch glaube, dass euch die Jungs oft helfen, oder? Nein. 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 Okay. Das wurde mir so erzählt. Nein. Ist es im Internat doof, wie das immer in Filmen gesagt wird oder gezeigt wird? Also meine nicht. Ich find's da geil. Ist ja halt wie für mich so Klassenbad. Ich weiß halt nicht, wie es bei anderen Internaten ist, aber meins war ja echt voll. Ich glaube, in dem Internat ist es auch cool, wenn man immer da ist. Die Erzieher, die sind super locker. Richtig lieb. Und vor allem, wie soll ich denn das sagen, die sehen jetzt auch nicht aus wie so Erzieher, so hochgeknöpft mit irgendwie einer Bluse oder so, sondern das sind alles selber sehr junge Menschen, die sehr modern angezogen sind. Also das sind alles richtig. Wir hätten früher gesagt, jetzt lacht ihr wahrscheinlich, richtig coole Socken. Was bedeutet das? Eine coole Socke ist, wenn jemand cool ist. Ich bin nun leider keine Socke. Okay. Unsere Lehrer, die weg, wenn wir nicht richtig aufstehen, da kommen die in unser Zimmer, da spielen sie dieses eine Lied ab. Dieses so, guten Morgen, Sonnenschein. Das habe ich dir früher vorgesungen. Jeden Morgen. Wirklich? Ja, kannst du dich doch nicht mehr erinnern. Boah, wir wurden schon Geschichten erzählt. Trauma. Trauma verdrängt. Ja, mein Roommate hat mir schon erzählt, einmal ist sie verschlafen, da kam eine Erzieherin mit so einer Wasserpistole und hat sie dann so abgespritzt. Ehrlich? Ja, also so sind die da drauf. Ja. Genau. Zwingen wir dich ins Internat zu gehen? Nein. Nee, ich glaube, die Ava kann man zu sehr wenig zwingen, wenn sie das nicht Nein. möchte. Vielleicht sollte man fragen, zwingt die Ava ihre Eltern ins Internat zu gehen? Ja. Okay. Gut, wann müsst ihr schlafen gehen? Also machen die das Licht da eigentlich aus? Das weiß ich auch gar nicht. Also das Licht können wir selbst ausmachen, okay. Aber wir müssen um 8, glaube ich, im Zimmer sein, um halt nur ins Handy abgeben und dann müssen wir halt schlafen. Ich meine, wenn wir wach sein wollen, dann ja, sind wir halt am nächsten Morgen müde. Okay. Aber die sagen schon, dass wir jetzt schlafen müssen. Und gehen die dann von Zimmer zu Zimmer und sammeln die Handys ein oder müsst ihr die Handys runterbringen? Wir müssen die runterbringen. Also ihr müsst um 8 ins Zimmer gehen, um dann um 9 nochmal rauszugehen, um die Handys runterzubringen? Ja, im Sekretariat. Da haben die so eine Kiste mit all den Handys. Das macht jetzt auch wenig Sinn. Ich kontrolliere es nicht, ich mache nicht die Regeln. Ja, ich auch nicht. Vielleicht sollte ich mir darüber einfach nicht so viele Gedanken machen. Wie sieht ein Tag im Internat aus? Also eigentlich ist es immer anders. Wir stehen auf, wir gehen runter, ziehen uns halt an. Wann steht ihr auf und wie viel Uhr? Also ich stehe normalerweise nur um 7 auf. Mhm. Und wann wecken die euch, wenn ihr nicht aufsteht? 7:30 Uhr. Okay. Ja, wir müssen ja noch rechtzeitig zur Schule kommen. Okay. Oder nee, ich glaube um 8:30 Uhr. Nee, das glaube ich nicht. Weil nein. Es kommt halt drauf an, wie wir in die Schule gehen wollen. Man kann auch mit Bus gehen, man kann auch einfach laufen. Okay. Also ich stehe mal drauf. Ich stehe halt auf, wie ich halt zur Schule gehen will. Aha. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Bus gehen will, dann stehst du um 7:30 Uhr auf. Ja. Also zwischen 7 und 7:30 Uhr stehst du auf. So, jetzt habe ich total verwirrt. Sorry, also gut, ganz aus dem Konzept gefahren. Dann ziehen wir halt um. Ziehen wir uns halt um, machen uns fertig, dann gehen wir runter, holen unser Handy ab, dann gehen wir erstmal ins Saal, so essen ist immer Frühstück. Mhm. Und wie ist das? Habt ihr ein Frühstücksbuffet? Ja, wir haben so ein ganzes Buffet. Ich hole mir immer Müsli. Mhm. Oder wenn man kein Bock auf Frühstück hat, da kann man sich so ein Lunchpaket machen, dann nimmt man so eine Tüte, macht einfach ein Brötchen rein, dann kann man das bis zur Schule nehmen. Okay. Dann geht man halt in die Schule, entweder mit Wurst oder man kann auch einfach laufen. Könnt ihr wirklich mit dem Bus fahren? Mit dem öffentlichen Bus oder fahren die euch? Gott, so viel weiß ich noch gar nicht. Ah, mit dem öffentlichen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie euch in die Schule fahren. Nein. Mit so einem Fahrtservice. Ach so, mit dem öffentlichen Bus. Okay. Ja. Also das Internat ist auch ein Stück von der Schule entfernt. Ja. Dann gehen wir wieder nach Hause um 16 Uhr. Das ist so eine Ganztagsschule. Da kann man auch ganz viele Clubs machen. Oder wenn man das nicht will, da kann man auch einfach chillen. Man kann sich auch abmelden, um in die Stadt zu gehen. Ja, und dann muss man um 8 wieder im Zimmer sein. Man gibt sein Handy ab. Dann schlaft man. Genau. Was auch cool ist, also deine Schule fängt um 9 an und wenn ihr vor Ort seid, also wenn man Präsenzunterricht hat, hat man bis 16 Uhr Schule und wenn man Homeschooling macht, also dieses Online-Schule, nur bis um 1:15 Uhr, ne? Ja. Weil das Nachmittag sind Clubs dann im Prinzip, das ist dann eher so ein chilliger Unterricht. Und dann in den Internaten sind es so AGs irgendwie. Genau, und da ist jeden Tag ein anderes Programm irgendwie. Montags ist dann zum Beispiel, kann man entweder reiten oder Tischtennis spielen und dienstags ist dann, was weiß ich, irgendeine Touren-AG und kochen oder... Dungeons and
& Dragons, glaube ich. Ich wollte schon immer mal Dungeons & Dragons spielen. Ja, dann musst du dich da das nächste Mal anmelden. Nee, stimmt, erst ab 16, gell? Ich bin nicht 16. Ja, aber die haben schon coole Aktivitäten. Oder ich glaube, jeden Donnerstag wird ein Ausflug gemacht oder so. Ich glaube so, also so, wir müssen da noch so ein bisschen reinkommen. Aber da gibt es dann zum Beispiel einen Ausflug in die Stadt oder ins Theater. Oder ja, also es ist schon cool. Es ist ein Angebot da für die Kinder, aber ihr müsst es nicht annehmen. Ja. Genau, eine Frage war tatsächlich, ich ziehe das mal vor, was machst du in deiner Freizeit? Also entweder die AGs oder ihr geht halt in die Stadt, ne? Oder ich chill einfach. Oder chillst einfach. Ja. Eben. Kannst du mal deinen Stundenplan zeigen? Privatsphäre, sorry. Ja, nee, das geht. Also zum einen könntet ihr wahrscheinlich über den Stundenplan die Schule finden. Zum anderen gibt es so gewisse Sachen, die muss man einfach nicht teilen. Aber ihr wisst ja jetzt, die Schule fängt um 9 an und hört um 12:45 auf. Und das sind jeden Schultag 7 Stunden. Und die Stunden sind halt anders strukturiert als in der normalen Schule. Habt ihr normal Unterricht oder ist die Schule im Internat? Das haben wir ja schon gesagt. Die Schule ist nicht im Internat. Wir müssen schon zur Schule hingehen und wir haben einfach normalen Unterricht. Ihr denkt so an Hani und Nani. Und so Internate gibt es auch tatsächlich, wo dann wirklich jeder Schüler, der in dem Internat ist, auch auf diese Schule geht. Aber da ist das nicht so. Ist der Unterricht da leichter? Nein. Nein, ich habe Erfahrungen von auch anderen Schulen, zum Beispiel in der 5. war ich nicht auf dieser Schule. Ich finde einfach, dieser Stoff wird einfach besser erklärt. Genau. Und das macht es halt leichter. Die Lehrer sind da schon sehr engagiert und sehr, sehr cool. Mhm. Und die Klassen sind halt kleiner. Und ich glaube, das macht auch einen riesen Unterschied mit dem Lernen. In meiner Klasse sind, glaube ich, 4, 5 Leute. Ja, also es sind Mini-Mini-Klassen. Mhm. Was esst ihr eigentlich dort? Gibt es was zu essen? Wie ist, also das Thema Essen. Erzähl mal zum Thema Essen, da habt ihr so viele Fragen. Also im Internat gibt es immer was anderes. Zum Beispiel sonntags, wenn man anreist, da gibt es Pizza. Das finde ich ziemlich cool. Und sonst gibt es einfach normal Essen. Ist halt immer anders. Also es gibt ein Frühstücksangebot mit Buffet. Ja. Dann gibt es nachmittags immer Waffeln, ne? Es gibt einen Snack. Es gibt einen Snack. Es gibt einen Snack und da gibt es manchmal Waffeln. Und da gibt es manchmal Waffeln und dann gibt es ein Abendessen. Ja. Und das Abendessen ist jedes Mal was anderes, ne? Und Mittagessen isst man in der Schule. Genau. Und wenn jetzt angenommen, du hast Hunger und es gibt gerade keinen Snack und kein Abendessen, was machst du dann? Dann bin ich bestimmt gerade am Schlafen, weil es sonst immer ein Snack zwischen... Ach, der steht dann da bis ja, zum der Abendessen. Steht da. Und könntet ihr auch in die Küche gehen nach dem Abendessen und euch noch was holen? Das weiß ich leider nicht. Das habe ich noch nie ausprobiert. Okay. Ich nehme an, dass das schon ginge. Aber du hast bisher immer was zu essen noch mitgenommen. Mhm. Aber ich kann euch versichern, die Kinder werden dort nicht verhungern. Ja. Gibt es eine Kleiderordnung? Nein. Man kann anziehen, worauf man Bock hat. Hauptsache man geht nicht mit dem Kini zur Schule. Ja. Kann man machen, was man will. Genau. Prinzipiell finde ich das auch voll cool. In jedem, also ich habe euch ja gesagt, unten im ersten Stock gibt es ein Wohnzimmer. Und dann gibt es, glaube ich, auf der jungen Etage und auf der Mädchenetage jeweils auch nochmal so ein Chillzimmer, so eine Art Wohnzimmer. Ja, bei uns heißt das die Mädchenoase. Die Mädchenoase. Ja. Das ist nicht süß. Also ich finde das voll cool. Habt ihr feste Aktivitäten, die ihr nach der Schule machen müsst? Nein, also man kann, wenn man will, bei den AGs mitmachen, aber man muss jetzt nicht unbedingt. Und habt ihr so feste Lernzeiten, wo ihr euch hinsetzen müsst und müsst lernen? Die Schule ist echt so cool, die ist so konzipiert, dass die Kinder den Stoff im Unterricht verstehen sollen. Und da ist dann nicht dieses extreme Lernen dann noch gefordert. Ja. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du im Internat bist? Genau, haben wir schon geantwortet. Und ich glaube, ihr chillt auch so gegenseitig viel in den Zimmern, was ihr mitgekriegt habt. Oh, habt ihr Ausgangssperren oder so? Nein. Also wenn man raus will, dann muss man ins Sekretariat gehen, jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich melde mich ab. Dann muss man halt noch sagen, wann man wieder zurückkommt. Ja. Und dann muss man da halt wieder da sein. Mhm. Gibt es bestimmte Tage, wo du da übernachtest und wo du zu Hause bist? Ich verstehe jetzt nicht ganz genau die Frage. Ich bin halt ein paar Wochen im Internat, ein paar Wochen zu Hause und dann in der Woche bin ich halt die ganze Zeit im Internat. Genau, aber hauptsächlich bist du zu Hause. Und kannst du da anreisen und abreisen, wie du willst? Also, ja, eigentlich schon. Ich kann jetzt nicht einfach sofort zum Internat gehen. Man muss das schon verkündigen. Ankündigen. Ja. Genau, also ich müsste mindestens, glaube ich, mal 2 Wochen vorher Bescheid sagen, hey, Ava würde gerne ins Internat, habt ihr einen Platz für sie? Dann sagen die ja oder nein. Wenn sie sagen ja, wollen die wissen, will sie im Einzelzimmer oder im Zweibettzimmer sein? Und dann sagen wir die Präferenz, dann gucken die, ob die das haben und dann kann Ava kommen und gehen, wie sie will. Kann man da Haustiere haben? Nein, sehr schade. Ja, aber das kann ich auch verstehen. Stell dir vor, jeder wird seine Katze, seinen Hund, seinen Hamster, seinen Wellensittich mitbringen. Kann schon stressig werden. Und dann sind die Kinder ja den ganzen Tag in der Schule
bis doch recht spät und das wäre zu viel für die armen Erzieher. Mhm. Gibt es sonst noch Regeln, die irgendwie anders sind? Also, ich glaube nicht. Es gibt prinzipiell wenig Regeln, ne? Nee, ist wie zu Hause. Wie zu Hause. Hauptsache, ja. Man benimmt sich, man ist friedlich. Ja. Ja. Und wie ist das so ohne Eltern? Ich will das gar nicht wissen. Ich sehe es ja dann im Schnitt. Okay. Und bist du gerne im Internat? Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon ganz oft ja, gesagt. Ja, sorry! Klassenfahrt. Ja, ich mag's. Wie Klassenfahrt, ja. Genau. Wenn du Online-Unterricht machst, gibt es dann vor Ort trotzdem richtige Klassen? Okay, ich weiß, es ist bestimmt richtig verwirrend, sich so vorzustellen. Also das erste Mal, als ich auch von dem Online-Unterricht gehört habe, war ich so, was? Hä? Also im Prinzip, wenn man in der Klasse ist, das sind auch ein paar Schüler, die nur Online-Unterricht machen. Das ist auch richtig gut, zum Beispiel für Leute, die Autismus haben oder so, oder einfach Schulphobie. Das finde ich auch richtig super. Da ist da so ein Fernseher und das macht man immer über Teams. Und dann sind die halt auf dem Fernseher und machen normalen Unterricht. Genau. Also in der Klasse sitzen halt immer x Anzahl an Schülern, irgendwas zwischen 5 und 10 Schüler. Es gibt Schüler, die sind immer in der Klasse. Es gibt Schüler wie die Ava, die sind manchmal in der Klasse und manchmal zu Hause. Und dann gibt es Schüler, die sind nur zu Hause. Und die werden dann über so einen Fernseher dazugeschaltet. Und in der Klasse ist dann noch eine extra Lehrperson, die sich darum kümmert, dass die Kinder, die zu Hause sind, auch gehört werden, dass die alle Unterrichtsmaterialien haben, dass sie die Tafel sehen können, dass die alle gut hören können, sodass der Lehrer sich erstmal nur auf den Unterricht konzentrieren kann und dann halt die Schüler dran nimmt, wie halt einen normalen Schüler. Aber wenn von zu Hause die Schüler irgendwelche Fragen haben, dann ist diese extra Lehrperson dafür zuständig, damit der Unterricht nicht gestört wird. Genau. So, und genau, du sagst, du bist im Internat, aber dann sagst du, du hast Homeschooling. Das verstehe ich nicht. Das haben so viele geschrieben. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich das jetzt eher so erkläre. Okay, dann erklär mal. Ich halte die Klappe, ich rede immer sehr viel. Also, es gibt im Prinzip drei Arten von Schule. Im Prinzip in dieser Schule, wie sehr auf Schule gesagt, es gibt das Internat, dann gibt es Online-Unterricht und dann gibt es einfach normalen Unterricht. Und im Prinzip, bei mir mache ich halt alle drei. Manchmal bin ich im Internat, manchmal bin ich im Online-Schooling. Beide mache ich jetzt nicht so oft, aber normalerweise bin ich einfach im Normalunterricht. Das hast du besser gesagt und vor allem schneller als ich. Und kommen trotzdem noch YouTube-Videos. Wie gesagt, ich glaube, ich habe so die Idee, dass ich jetzt für immer auf diesem Internat sein werde. Nein, manchmal gehe ich auf das Internat und wie gesagt, nur für so eine Woche. Also ja, es werden immer noch regelmäßig YouTube-Videos kommen. Genau, da wird sich für euch nicht viel ändern und irgendwann gibt es bestimmt auch im Internat Videos, halt nur nicht sofort. Das wäre mir nämlich auch lieber, wenn du da erstmal richtig ankommst. Ja, und mir auch. Genau. Das war alles. Also ihr hattet so viele Fragen. Wenn noch irgendwas unklar ist, schreibt es einfach hier drunter. Vielleicht machen wir dann dazu nochmal ein TikTok oder auf Insta irgendeine kurze Sequenz. Ansonsten danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao.